Herzlich willkommen zum Closing Event. Also ich mache das nicht gerne, aber irgendjemand muss das machen. Weil eigentlich würde ich gerne GPN noch weitermachen. Jetzt läuft alles so. Genau. Aber jedenfalls freue ich mich, dass ihr alle da wart und auch noch da seid. Wir geben euch jetzt einen kurzen Rückblick, was so in den letzten 4 Tagen Gulasch passiert ist oder nicht passiert ist. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt einfach reinbrüllen und dann beantworten sie euch. Genau. Also fangen wir an mit der Bar. Die Bar hat euch mit Schunk versorgt, Tag und Nacht, mit Getränken und Snacks. Wir haben dazu ein paar Statistiken, nämlich 564 Kilogramm Crushed Eis. Davon mussten wir am Samstag nachbestellen. Es gab aber irgendwie nur noch 2 Kilo Säcke und keine 5 Kilo Säcke mehr. Deswegen, dann war das Wasser irgendwann leer, deswegen hat jemand ein Stadtmobil gemietet und wie ihr auf dem Foto sieht, etwas voll oder überladen, wie man es möchte. Insgesamt 6,5 Kubikmeter Getränke und 100 Kilo Limetten. Ich weiß, der Kongress hat deutlich mehr Limetten, aber das, wir sind ja nicht der Kongress sozusagen. Und jetzt gibt es eine Statistik, ich hoffe, ich trage das richtig auf, die Bar hat da Dinge gerechnet, also wenn wir jetzt quasi Agent Gulasch 007 mit der Gesamtmenge an Koffein, die wir ausgeschenkt haben, könnten wir 48 Menschen umbringen. Ja, ich habe auch mal viel Kaffee getrunken und dann irgendwie nachgelesen, dass ich 407 Espresso trinken müsste, um zu sterben. Aber ich glaube, man stirbt an anderen Dingen, bevor man an dem Koffein stirbt. Probiert das bitte nicht aus. Steht auf Wikipedia, also muss es, must be true. Dann gibt es noch eine weitere Statistik. Wenn wir unseren Alkohol an Autofahrer, unsere Gesamtmenge an purem Alkohol an Autofahrer verkauft hätten, in Bezug auf darauf, dass man bei 1,1 Promille eine Straftat begehen würde mit Autofahren, hätten wir insgesamt 1.180,5 Straftaten begangen. Also Applaus für die Bar, die auf so Ideen kommt. Also es kann sein, dass ein Teil des Alkohols auch einfach in diese Statistik geflossen ist. Also das ist genauso, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Limetten wir zum Mond fahren müssen. Also da gibt es bestimmt jedenfalls, ihr wisst Bescheid, don't drink and drive. Also ihr seht, wir hätten jeden ordentlich abfüllen können. Und ich glaube, das haben wir auch gut geschafft. Applaus für Beo und Coffee. Die haben nämlich... So, und schließlich muss man neben dem Trinken natürlich auch ein bisschen essen. Deswegen hatten wir draußen ein Gulaschzelt. Es gab über eine Tonne Gulasch und Sojanka. Insgesamt 1.500 verkaufte Portionen plus das, was die Trolle so wegfuttern. Und es gibt eine Beschwerde, dass ihr nicht genug Salat gegessen habt. Ja. Na, Alkinas, also wenn ihr zu Hause keinen Salat isst, ist okay, aber vielleicht hier schon. Also, und wer hatte mal nachgeguckt, was Sojanka ist? Ja, gut. Und die anderen wissen es nicht? Oder wer weiß immer noch nicht, was Sojanka ist? Also es hat lecker geschmeckt. Ja, Salat, das ist das, was, aus dem man Fleisch macht, wenn man es in eine Kuh füttert, oder? Genau. Das zum Essen. Wir haben irgendwie leider keine weiteren Statistiken, weil ich glaube, das Gulaschzelt von der Gulaschnacht noch im Fresskoma liegt. Genau. Und dann gehen wir noch gleich weiter vom Essen zum Telefon. Nämlich gibt es gleich eine Präsentation der Eve und des POCs sozusagen, des Phone Operations Center. Und da bitte ich Herbert auf die Bühne. Amazing. Schau das einmal von hier aus. Ja, ja. Bist du bereit? Ja, bin ich bereit, ja. Okay, also Herbert ist bereit, ihr müsst euch festhalten, denn Herbert hat etwas zusammengedoktert für euch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und wir brauchen Sound, aber ihr wisst Bescheid. Ganz laut. Ah, ich muss nochmal drücken. Das ist eine von Trollen handgezeichnete Animation. Wenn ihr euch nachher fragt, wo die 2.500 Trollschichten hin sind, da. Ja, Eve und Eve, das sind mittlerweile zwei Firmen, weil das Mikropock braucht ein Logo.
Deswegen gibt es jetzt die Eve und Eve Micropoc Telecommunication und die hat euch mit 235 Deck-Tensets versorgt. Also 235 Leute haben sich registriert, es haben sich mehr angemeldet. Wir hatten 44 registrierte SIP-Nutzer und die Leitungen, die eigentlich für Eve und Eve DSL vorgesehen waren, wurden von 4 Leuten missbraucht, um da Alcatel-Systemtelefone an unsere Anlage zu schließen. Pfui. Und das Ganze ist, damit der Aufbau auch reibungslos irgendwie funktioniert und wir da schon deckt haben, um uns zu erreichen, seit Tag minus 2 in Betrieb und läuft. Zusätzlich gab es bei uns am POC-Tisch so ein kleines Schmankerl, nämlich den Münzfernsprecher, der tatsächlich funktioniert hat, wenn man Geld eingeworfen hat. Ich will meine 10 Cent zurück. Weil ich dachte, die kommen unten wieder raus. Nee. Du hast das mit Münzfernsprecher falsch verstanden. Wir kriegen ihn nicht auf. Also wenn die Lockpicker irgendwann Spaß dran haben, einen Münzfernsprecher zu picken, kriegen da sicher Geld raus. Ja, da gab es natürlich auch die Eve und Eve DSL mit neuem, verbessertem Bestellprozess. Es gab jetzt nämlich schicke Eve-IDs an euren Dosen, die musstet ihr eingeben, dann gab es einen Verfügbarkeitscheck. Und hat dann euch gezeigt, ob jetzt da einfach nur ein nasser Windfaden dran war oder richtige Leitung. 58 Leute haben DSL bestellt, nur 10 Leute haben es geschafft, diesen Bestellprozess zu komplettieren. Das ist traurig. Ist das gute Gulaschzelt? Haben die auch Internet? Ja. Achso, da kommen wir noch zu. Wir haben insgesamt 2,7 Kilometer Kupfer verlegt, damit ihr hier mit der Technik von gestern im Netz der Zukunft schon heute surfen könnt. Und wir hatten leihweise einen DSLAM von der Hochschule Karlsruhe, der dort das Studentennetz macht. Andere Geschichte, aber der kann super Vectoring und das hat funktioniert. Und zum Schluss vielleicht nochmal 3 schöne Bilder. Das da oben ist unsere DSL-Zentrale. Man sieht am Geländer aufgepatcht sind schöne LSA-Klemmen, da haben wir eure Anschlüsse gesteckt. Da ist der DSLAM. Oben drüber sind dann die analogen Anschlüsse gewesen, die man sich dazu klicken konnte, so richtig mit Splitter, ihr wisst, wie zu Hause. Und ganz oben von mir aus links, bei euch rechts, das ist die Fritzbox im Gulaschzelt. Denn wir haben vor dem Lock es geschafft, Netz ins Gulaschzelt zu legen. Und unten haben wir nochmal den Münzfernsprecher. Den wir nicht aufbekommen. Ja, dann jetzt die Chaosvermittlung, bitte. Applaus für die Chaosvermittlung. Ja, hi. Wir von der Chaosvermittlung beanspruchen ja das Technik von gestern dann doch eher für uns. Hat sehr gut funktioniert hier. Wir hatten 2 Workshops gehalten, wo viele Leute da waren, die sich das mal erklären lassen wollten, haben eine 30er-Vermittlung im Einsatz gehabt, wo wir 12 Anschlüsse geschaltet hatten und für den ganzen Spaß wieder mal einige hundert Meter Felddraht verlegt. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist im Rahmen der Operator-Schulung wichtige Leute dazu ausgebildet, Chaos zu vermitteln. Ja, das wäre es von uns soweit schon gewesen, weil hat gut funktioniert, wir kannten das Gebäude schon, war deutlich stressfreier als letztes Jahr und ich würde sagen, hat gepasst. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Alle sind gleich wichtig, aber manche sind auch wichtiger oder auch nicht. Nein. Unser Fenster in die Welt, sozusagen das VOG, hat mir ein paar Daten gegeben, 44 Talks, 48 Stunden, 45 in 6 Formaten, gibt 292,5 Stunden Videomaterial. Applaus dafür, dass alle die Talks auch später noch angucken können. Echt super geil. Coole Arbeit.
ich finde das immer faszinierend, weil die Leute vom Walk, die kommen an, stecken alles an und dann funktioniert das und dann müssen sie Chunk trinken, weil sie sonst nichts zu tun haben. Also, ich weiß, das sieht so aus. Vielleicht passiert auch noch viel, aber es scheint sehr, sehr gut organisiert zu sein. Dennoch gibt es immer etwas, was schief läuft und deswegen gibt es eine Frage. Wer hat das Walk gecrashed? Letztes Jahr war es ein Talk, ihr erinnert euch vielleicht noch, die Demo-Show hat im Prinzip dafür gesorgt, dass der Stream kaputt war. Wer weiß denn, wer es dieses Jahr war? Ja, da wird gezeigt, wer ist schuld? Also es war der VR-Talk. Mit Virtual Reality haben wir quasi die Encoding-Pipeline kaputt gemacht. Trotzdem sehr, sehr cool und ich denke mal, nicht alle von euch haben alle Vorträge gesehen. Ihr könnt auf media.ccc.de alle unsere Talks angucken und wichtig, muss ich glaube ich an dieser Stelle sagen, es gibt nur einen richtigen CCC-YouTube-Account. Ich weiß allerdings gerade nicht, wie er heißt. Aber wie? media.ccc.de auch auf YouTube. Der andere CCC-Account ist keiner. Also das ist ganz wichtig, sozusagen immer schön von der richtigen Quelle referenzieren oder anschauen. Es gibt auch eine Fire TV App von Niki, der da vorne sitzt, der könnt ihr auch auf dem Fire TV gucken. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es da auf dem Apple TV noch einige Streitigkeiten, was das angeht. Die funktioniert, aber es gibt manche Talks, die kann man nicht schauen. Ich weiß es nicht, egal. Dann vom VOG weiter zum Launch Control sozusagen. Die Lounge hatte 40 Sofas, 11 DJs und ein Couchsofa. Also andere Leute haben hybride Autos, wir haben hybride Sofas. Das kann auflegen und chillen gleichzeitig. Nee, zu den Sofas. Ich bin beeindruckt von der Menge an Sofas, die in der Gegend rumfahren. Ich bin dafür, dass wir nächstes Jahr ein Drag Race mit Sofas machen. Genauso wie es nächstes Jahr, aber ich ahne schon Schlimmes, es wird eine Registrierungsstelle und eine technische Abnahme von Sofas geben. TÜV Süd mit grüner Plakette. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Lungs von der Lounge haben sich auch echt Mühe gegeben. Und ich habe gehört, es gab auch so Side-Events wie irgendwie spontane DJs im Gulaschzelt. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe Allgemeines falsch geschrieben. Dann gibt es noch so ein paar wichtige Sachen. Wir hatten über 1000 Leute, die gleichzeitig da waren. Das ist mega krass. Auch noch so ein paar kleine Schmankerl. Nicola meinte, die Menge an Münzen oder das, man hat gemerkt, wie die Art an Geld, die ankommt, im Prinzip über den Tag unterschiedlich wird. Offensichtlich, weil der Geldautomat über den Tag hinaus andere Scheine ausgibt in der Nähe. Und somit abends immer kleinere Scheine kommen, weil morgens irgendwie nur die großen da sind. Wir hatten auch ein Feature, und zwar das Serverraum mit Freiluftkühlung. Irgendjemand vom NOC hat Windows installiert. Und jedenfalls musste da das Fenster geöffnet werden. Aber danach haben wir es wieder geschlossen und dann ging es wieder. Wir haben auch jemand, der getestet hat, was passiert, wenn man Chunk in die Steckdose kippt. Also es ist Bier, die Fotobooth ist schuld. Na gut, ich dachte, es wäre Chunk gewesen. Aber es gab einen kurzen Moment der Stille in der Lounge. Und einen kurzen Moment der Panik, weil wir im Prinzip die Sicherung gesucht haben und nach 15 Minuten eine Schüssel hatten und dann gemerkt haben, dass der Schaltkasten eh offen war. Also, genau. Beziehungsweise wir haben uns auch eine Geldzählmaschine gekauft. Also nicht, dass wir jetzt reich werden, aber Nicola hat Besseres zu tun, als Geld zu zählen und insofern stand die auf einmal da. Dann gab es natürlich neben den ganzen Schildern auch noch das Schilder Operations Center, das 48 plus 1 Schilder gedruckt hat und auch ganz viel große Schilder sozusagen. Aber es war immer noch nicht genug und im Prinzip uns fehlt ein bisschen ein Drucker und deswegen ist da immer so Schildermangel sozusagen. Was die Trolle angeht, ihr habt cool getrollt, es waren 201 Trolle und ein Troll hat 25 Stunden insgesamt getrollt. Also ich hoffe nicht am Stück, ja. Aber sehr, sehr cool. Die Veranstaltung funktioniert nur mit Trollen, das wisst ihr zu gut, oder mit Helfern. Deswegen sind wir auf euch angewiesen und freuen uns im Prinzip, wenn ihr uns trollt sozusagen oder helft. Das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Chaos-Veranstaltungen.
Also wir betonen auch immer, es gibt keine Besucher und Helfer oder es gibt nur Teilnehmer. Die GPN ist das, was ihr daraus macht, und wenn nicht genug Bartrolle da sind und alle durstig sind, ja, dann ist das halt so. Also ihr könnt das ändern, und das habt ihr im Prinzip auch mit den Trollschichten gemacht. Einen großen Applaus für alle Trolle bitte. Ja, dann gibt es, glaube ich, noch einen kurzen Gastbeitrag von unserem Care-Team, was wir dieses Jahr hatten und sich im Prinzip um die Belangen und die kleinen Probleme gekümmert hat. Bitte sehr. Ja, Applaus natürlich für das Care-Team. Du kannst richtig hochkommen. Ach, ihr habt eigene Slides. Krass. Ja, wir können das mal probieren. Ich steck das mal aus. Ja. Also. Passt das bei dir rein, so, ja. Dieser Stecker? Krass. Nein. Oh. Oh. Hat jemand einen Adapter für so einen Apple-Book? Oh. Ja, das Nork kümmert sich. Vielen, vielen Dank. Erstmal. Ja, ja. Okay, solange die Technik gerade arbeitet, vielleicht mal eine allgemeine Frage: Wer kennt uns denn schon? Oh, doch so viele, gut. Ja, also für die, die uns noch nicht kennen, man hat eben immer mal wieder gemerkt, dass viele Probleme oder Problemchen an der GPN eben so keine richtige Ansprechperson haben und dass für viele Konflikte eben auch nicht wirklich so ein Modus existiert, mit dem man das gut bearbeiten kann. Und nachdem das dann diverse Leute quasi in ihren Schichten neben dem Barbetrieb so unter der Hand gemanagt haben, wurde das dann irgendwann mal so richtig so von Vertrauenspersonen zu jetzt dem Care-Team. Und wir kümmern uns eben in der GPN darum, dass eine coole Gulasch-Programmiernacht nicht nur für Einzelne funktioniert, sondern halt auch für alle, auch wenn diese Menschen andere Anforderungen haben. Also wenn sie beispielsweise nicht mit einer großen Menge an Lärm oder Licht umgehen können, oder wenn es eben solche Konflikte gibt, wie dass Leute jemanden mit einem anderen Gender ansprechen, als diese Person hat, solcherlei Dinge. Daneben sind wir halt auch so der Draht zur Orga, also falls man irgendwas hat, was man geändert haben möchte und sich nicht einfach so lange auf Twitter aufregen möchte, bis irgendwas passiert, ist so der bevorzugte Modus, dass man halt zu uns kommt und uns das steckt, sodass wir das dann eben angehen können, also der niedrigschwellige Kontakt. Funktioniert das mit dabei? E-Mail verschickt und hoffen, dass sie jetzt ankommt. Oder hat das Nock schon alles kaputt gemacht? Ah, nee, es ist angekommen. Applaus für das Nock. Danke. So. Gucken wir nochmal gleich, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, ah, verstehe. Ich muss das nochmal umstellen. Einen Moment. So, View und dann Fullscreen. Ja, Punkt. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Aber da ist ein Mikrofon. Okay, perfekt. Wir waren zum ersten Mal dieses Mal ein sechsköpfiges Team, also 6,5-köpfig, weil Sarah noch ab und zu eingesprungen ist. Das war sehr toll. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir dann eben dieses Jahr auch mehr und durchgängiger für euch da sein konnten. Angebot hast du schon gerade erwähnt? Ich hatte darauf hingewiesen, also wir haben eben diesen Kontakt hergestellt zu Orga und haben uns als Vermittlungs- oder Beratungspersonal eben angeboten. Wir waren durch DECT erreichbar. Wer weiß die Nummer? Ja, 1, 2, 3, 4. Also nächstes Jahr wird es vermutlich wieder die gleiche sein, deshalb 1, 2, 3, 4. Auch wenn jetzt noch was ist, könnt ihr uns trotzdem immer noch erreichen. Wir haben zum ersten Mal, also nicht jetzt gerade im Moment. Nicht gerade im Vortrag. Wir haben danke. Wir haben uns um einen Ruheraum gekümmert. Das hat so halb funktioniert. Wir haben uns den mit der Speakers Lounge geteilt dieses Jahr, aber das ist, kommt auch später nochmal. Auf jeden Fall was nachgefragt wurde und was wir jetzt auch
noch mehr im Auge haben. Das wurde sehr dankbar wahrgenommen. Ansonsten hatten wir zum Beispiel auch Vorschläge gemacht per Poster und so, was, wie man mitgestalten kann und wie man sich einbringen kann, außer noch zusätzlich zum Trollen. Die Flauschposter und die Pronomen-Buttons, die kommen nachher nochmal. Ja, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also auch wenn viele von euch nicht so viel davon mitbekommen haben dürften. Wir wurden eigentlich in so ziemlich unserem ganzen Spektrum angefragt. Also das ging von, die Musik ist mir hier ein bisschen zu laut, über ich möchte nicht, dass diese Person hier bei uns ist und so, und wir haben da ein Problem, hin zu Belästigung. In einem Fall hatten wir einen Notfall, bei dem wir quasi eingeschaltet wurden und uns gekümmert haben. Und wir waren eben so ungefähr die ganze Zeit erreichbar. Ja. Ja. Noch zwei, drei Fotos von unseren Angeboten und dann sind wir auch schon durch. Also die hatten die Flyer als Leitlinien zum Umgang miteinander, so als Sinne von einem Code of Conduct, der hilfreich sein kann. Aber genau, das wurde positiv wahrgenommen. Und da sind wir auch glücklich drüber. Dann hatten wir Flauschposter aufgehängt, die vielleicht einige von euch gesehen haben, was einfach nochmal so die positive Stimmung auf der GPN irgendwie nochmal betont. Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass die super angekommen sind bei euch. Und deshalb werden wir das nächstes Jahr wahrscheinlich auch ausbauen. Die Poster waren das. Dann hier ist die Buttonmaschine. Wir hatten die Pronomen-Buttons angeboten. Davon wurden ca. 60 Stück verwendet. Und 20 davon waren sie. Also daraus schließen wir, es kommt sehr gut an. Vor allem bei femininen oder transfemininen Menschen. Worüber uns wir uns dann auch gefreut haben, dass das so gut wahrgenommen wurde. Finde ich auch super, dass das so gut funktioniert hat. Also, dass Leute das echt beachten und so. Hat einige Probleme wirklich entschärft. Genau, das war eins der größten Rückmeldungsthemen in den letzten Jahren. Und von daher sind wir glücklich, dass wir da irgendwie einen Bedarf mit bedienen konnten. Dann den Ruheraum habe ich schon genannt und dass wir daran auch noch am Weiterarbeiten sind, dass wir das nächstes Jahr noch ein bisschen gemütlicher gestalten können. Da wird die Policy auch nächstes Jahr vermutlich sein. Das hat sich dieses Jahr bewährt, dass wenn ihr einen Rückzugsort braucht, wird es nicht ausgeschildert haben, sondern ihr uns anruft und wir euch dahin lotsen, weil dieser Ruheraum sonst vielleicht überläuft und für andere Sachen genutzt wird. Das ist auch die Aussicht. Wir arbeiten daran, noch irgendwie ein Stück weit Familienfreundlichkeit auf die GPN zu bringen, sei es für Kinder, sei es für Eltern. Den Ruheraum habe ich gesagt. Und vor allem von euch die Rückmeldung, Ideen, was euch gefehlt hat, was ihr gerne hättet, um praktisch euch noch wohler zu fühlen auf der GPN und um die GPN zugänglich für bunte Personengruppen zu machen. Das heißt, dass wir nicht immer im eigenen Saft schwimmen, sondern auch mal durchgemischt werden. Dann wendet euch an uns. Wir haben verschiedene Feedback-Seiten oder über die generelle GPN-Feedback-Seite, die ihr auf der GPN-17-Homepage findet, Webseite. Genau. Und das war's. Jo. Danke, dass ihr alle so cool wart. So. So, einen Moment. Ohne Momentum. So, ich kann auch das Mikro benutzen. An dieser Stelle, nochmal vielen Dank an das Care-Team. Ich muss sagen, auch aus meiner Orga-Sicht, es ist bei mir sehr, sehr wenig angekommen. Ihr wart alle brav und habt euch alle aus meiner Sicht anständig verhalten. Also dafür, dass so viele Menschen da waren, ist dann doch fast wenig passiert, beziehungsweise das, was passiert ist, hat das Care-Team übernommen. Und das freut mich sehr, weil wenn so viele Menschen aufeinander sind, ist das nicht immer selbstverständlich. Ihr habt aber gezeigt, dass ihr auf euch aufpassen könnt und nett zueinander seid und macht bitte weiter so. Zu der Familienfreundlichkeit auch nochmal dazu gesagt, wir haben ja gemerkt, dass immer mehr Kinder da sind, beziehungsweise Hacker auch Kinder kriegen können. Wer hätte es gedacht? Das haben wir dieses Jahr noch nicht gemacht. Wir wollen wirklich auch einen Familienspace machen, weil mit Kindern auf einer GPN ist bestimmt anders als ohne. Wenn ihr da Ideen habt, was wir besser machen können oder was wir einfach machen können, weil, also ich habe keine Kinder und ich glaube, die anderen aus dem Care-Team zum größten Teil auch nicht. Deswegen wissen wir nicht, wie das ist, mit Kindern auf die GPN gehen. Deswegen sind wir auf eure Hilfe angewiesen und es gibt, also
zum Beispiel so irgendwie Sachen für Milch warm machen oder so irgendetwas. Also wirklich die ganz basic Sachen müsst ihr uns sagen, dann machen wir das auch beim nächsten Mal. Genau, jetzt kommen wir schon zu denen, die da vorne so dumm lachen. Genau. Naja. Oh. Also, ich kann euch aus dem Wohnheim sagen, ihr könnt Milch nicht in einem Wasserkocher warm machen. Beziehungsweise, ihr könnt schon, aber nur einmal. Jetzt kommen wir zu den Menschen mit dem Internet. Und das ist das NOC. Genau, die sind schon unterwegs. Test. Hallo? Oh, cool. Test? Das ist besser als das WLAN am Tag 0, 1. Tag 1, 2, 3. Na gut, 3, fangen 4. wir mal an. Wir hatten da so einen Plan, das ist im Wesentlichen ein sehr ähnlicher Plan zu dem vom letzten Jahr. Das ist ja immer eine gute Idee. Die Realität korreliert damit so ein bisschen. ich glaube, ein paar von diesen Sachen haben wir auch aufgebaut und ein paar haben wir anders gemacht. Aber naja, das Internet kommt hier raus. Oben links die beiden gelben Kabel, da kommen jeweils 10 Gigabit von unseren beiden Uplink-Providern, der 1&1 und Bellevue. An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Wir kommen dann nachher noch dazu, wie man diesen Uplink kreativ nutzen kann. Für jetzt machen wir aber erstmal weiter. Natürlich gerne. Ja, gib mal Hendrik das Mikro. Gute Idee. Das Internet kommt dann hier unten im Hackcenter raus. Vielleicht hat jemand diesen schönen grünen blinkenden Switch gesehen. Warum halt das so? Den uns Juniper freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und über die grünen Glasfasern geht es dann freundlicherweise weiter zu euren Tischen. Ja, die Tische hat auch zum Großteil der Barbarossa gebaut dieses Mal, also die Tischswitche mit seinem schönen Mr. Snowcloud, der da ganz fleißig war und er hatte sehr viel Spaß, wie man diesem Tweet entnehmen kann. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man gerade das Switcher geschenkt bekommt, dann sagt man da eben nicht nein. Ihr habt das auch sehr gut genutzt. Letztes Jahr und auch Anfang dieses Jahres gab es Beschwerden von unseren Upstream-Providern, wir würden da keine Bandbreite nutzen. ihr habt das dieses Jahr sehr kreativ genutzt. Wir haben insgesamt irgendwie knapp 100 Terabyte aus dem Internet in die GPN bekommen. Davon war das meiste dann auch für die Pixelflut. Und ihr habt knapp 30 Terabyte nach draußen geschoben. Habt ihr gut gemacht. Man muss dazu sagen, einer unserer Uplink-Provider war so unvorsichtig, am Tag 1 zu uns zu kommen und zu sagen, das piekt noch nicht mal über ein Gigabit, use more bandwidth. Naja, und dann waren wir sehr froh darüber, dass dieses Jahr mehrere Leute remote mit mehreren Gigabit an der Pixelflut teilgenommen haben. Ja, das haben wir auch hier nochmal. Also das war die große Pixelflut. Der Graph ist ein bisschen kaputt. Wir haben das dieses Jahr das erste Mal mit Prometheus gemacht und irgendwas war da noch nicht ganz so toll. Im ersten Schritt wurde die Pixelflut irgendwie vom Hackcenter bespaßt und dann haben da so ein paar Studentennetze angefangen, so mit ihren Servern, die in den Unis stehen, da auch noch was drauf zu schieben. Und am besten war dann der Schluss, da haben dann Leute per Ansible-Rollen in diversen Cloud-Instanzen die Pixelflut mit mehreren Gigabit von außen zugeschoben. Wie gesagt, die große Pixelflut, der Port hatte 130 Terabyte Traffic. Das war schon ganz ordentlich, habt ihr gut gemacht. Wobei es ja eigentlich komisch ist, das Motto mit der Cloud war doch letztes Jahr oder vorletztes inzwischen? Vorletztes. Ja. Weitermachen. Ja, genau. Der Hendrik hat so ein WLAN gemacht, wieder mal. Ja, ich hab's versucht, dieses Jahr ist es nicht so gut gelungen. Also wir hatten dieses Jahr 24 Access Points, zwei Controller, die wir abwechselnd am Anfang benutzt haben. So mal den einen, wo wir MTU-Probleme hatten, wo wir maximal 60 Byte große Pakete durchbekommen haben. Und dann hatten wir noch den anderen, wo wir maximal 3 Access Points benutzen konnten.
Also wir hatten am Anfang so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das lag ein bisschen an einer kleinen Fehlplanung und ein paar falschen Lizenzen. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank für das Team von Eventinfra, das uns die Access Points und einen Controller zur Verfügung gestellt hat und das remote auf während der Anreise zur GPN aus einem Burger King heraus Lizenzen besorgt. Genau. Und die nicht nur aus einem Burger King, sondern auch von einem Kornfeld aus noch zusätzlich nochmal ein zweites Paar Lizenzen generiert haben, weil ich es verkackt habe. Wir hatten nämlich diesen einen Konfigurationsmaster, der ein bisschen für einen Fuck-up gesorgt hat. Wir hatten maximal 848 parallele Nutzer. Wie viel es insgesamt an verschiedenen waren, kann ich euch leider nicht sagen. Ich war zu gestresst, damit das an sich zum Laufen zu kriegen und konnte kein System deployen, was den ganzen Kram noch überwacht. Wir hatten 75% 5 GHz Nutzer. Das gefällt mir natürlich sehr. Finde ich super. Applaus für euch. Aber wir hatten maximal 75 parallele Batches im Netz. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir ein bisschen zu viel 2,4 GHz WLAN hatten, was das im Endeffekt dann ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja, wir hatten Probleme mit den Lizenzen. Das war nicht so schön. Und zwar, wer hätte gedacht, dass man nur 3 Testlizenzen parallel nutzen kann? Ich nicht. Deswegen gingen auch nur diese 3 einzelnen Access Points. Wir haben uns dann ein bisschen hin und her geprügelt mit den Systemen, um das zum Laufen zu bekommen. An dieser Stelle nochmal danke an Stefan, der dort vorne sitzt, der da ziemlich viel mitgeholfen hat. Es ist nicht das erste Mal, dass die GPN eine Teststellung zu Demo-Zwecken. Ja, dazu muss ich sagen, die Software, die wir benutzt haben, die Softwareversion kam einen Tag vor der GPN raus. Aber es war ein Bugfix-Release schon, aber da waren immer noch zu viele Bugs, weil wir hatten nämlich einen Config-Deadlock. Es begab sich aber zu der Zeit, als dass ich angefangen habe, aus Langeweile den Kram in der UI zu konfigurieren. Wie sich herausstellte, wurde das irgendwo in der Datenbank im Hintergrund gespeichert. Dann konnte man über die CLI diese Konfiguration nicht mehr abrufen. Und wenn man es über die CLI geändert hat, dann hat er es einfach komplett überschrieben und sozusagen die Config aus dem UI gelöscht. Aber im UI konnten wir sie nicht mehr bearbeiten und speichern. Und aber in der Tab-Completion von der CLI waren die Config-Gruppen aus dem UI dann doch zu sehen, aber sonst irgendwie nicht. Das war etwas blöd. Deswegen konnten wir auch leider keine Stunts machen, die hebe ich mir für andere Veranstaltungen nochmal auf. Aber deswegen, da möchte ich noch nicht sagen, was das wird. Aber wenn das funktioniert, wird das sehr, sehr schön. Deswegen, also für viele hat das WLAN funktioniert, für viele nicht. Und irgendwann an Tag 2 hatten wir dann auch mal ein 802.1x WLAN. Da an dieser Stelle gab es sehr viel Zärtlichkeit, weil ich brauchte ein Zert von Möbman. Besten Dank für den schlechten Wortwitz. Ja, wo wir gerade beim Thema App-Use sind. wir hatten diverse Mails von Hetzner, ihr sollt weniger Portscans machen. Ich weiß nicht, was da dann heutzutage noch so spannend ist, irgendwie alle Ports zu scannen. Das bringt, glaube ich, nichts. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Es gab keine Filmempfehlungen. Ihr habt irgendwie nichts getorrentet. Ihr habt schon alles, glaube ich, oder so. Das Beste war aber, es gab schon die erste App-Use-Mail oder Mail an unsere App-Use-Adresse vom BSI vor dem Event. Wir hatten da so eine VM hochgefahren und das Debian hat halt so einen RPC-Bind offen und das BSI schickt einem dann gerne E-Mails und mögen ihn noch wieder ausmachen. Ja, eigentlich freundlicher Service. Ja. Schade, das ist ein Debian-Default-Konfiguration. Naja. So, dann vielen Dank an das NOC für das Internet. Vielen, vielen Dank. Und ja. Ja, bis zum nächsten Jahr. So. Ach, das Schild, natürlich. Bitte sehr. Ach, der Ventilator ist kaputt. Ja, und wer? Ach so. Und wer applaudiert jetzt? Also. So, ich bin ja verwirrt. Damit kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende. Allerdings gibt es noch ganz viele Sachen, die passiert sind und die wir jetzt hier nicht aufgezeichnet haben. An der Stelle möchte ich mich bedanken. Natürlich nochmal stellvertretend für die GPN beim ZGM und die HFG, dass wir hier im Prinzip alles belegen dürfen und draußen Gulasch kochen dürfen. Das ist mega cool. Ohne diese Unterstützung wird das nicht gehen.
Dann natürlich auch danke an alle Leute, die in der Orga geholfen haben. Also die meisten haben sich eine Woche Urlaub genommen. Das muss man halt auch erstmal machen, um dann hier ab Montag oder Dienstagvormittag schon 160 Tische anliefern zu lassen und Getränke und Gulasch und was auch immer. Also das ist nicht selbstverständlich. An der Stelle möchte ich allen aus unserem Team danken, weil ihr habt das mega geil gemacht. Vielen, vielen Dank. Man muss natürlich auch sagen an dieser Stelle, die GPN ist ohne Teilnehmer nichts, weil ich also sag das mal so vorsichtig, wir stellen ja im Prinzip nur Internettische und Strom hin und einen leeren Saal und dann der ganze Content und Inhalt kommt von euch. Die GPN ist das, was ihr draus macht. Wir sind ja irgendwie, also ihr könnt, das ist kein Club Med Urlaub, wo ihr ankommt und alles wird geliefert, sondern ihr macht mit und ihr habt mitgemacht. Es gab Vorträge, es gab Workshops, die Critical Mass war da, es gab einen Sandkasten, die Sofas, irgendwelche Plüscheinhörner und Strickworkshops, DJs in der Lounge, DJs draußen und eine Disco-Kugel in einem Technikschacht. Also ihr habt alles richtig gemacht und das finde ich sehr, sehr cool. Aber ihr wisst sozusagen, also es gibt jetzt noch im Prinzip zwei Slides und das ist, wenn ihr geht, wir gehen ja nicht im Prinzip irgendwo hin, sondern es gibt ja noch ein paar Events, nämlich das Gulasch-Camp, die Meta-Rhein-Main-Gulasch-Days, die Winter-GPN in Leipzig und natürlich dann noch viele andere Events. Und wir freuen uns, wenn ihr genauso wie ihr hier mitgetrollt und mitgeholfen habt, auch auf diesen Events mittrollt und mithilft. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, außer jemand möchte die T-Shirts. Ach so, ja, Nicola sagt, ihr müsst mehr T-Shirts kaufen. Es haben nämlich tonnenweise Leute T-Shirts vorbestellt und irgendwie noch nicht abgeholt. Wir haben das bis jetzt immer so als coolen Service gemacht, dass ihr das irgendwie reservieren könnt und dann müsst ihr nichts zahlen, einfach hier abholen. Wenn sich aber herausstellt, dass das irgendwie nicht so geil funktioniert, dann müssen wir damit aufhören. Ja, weil ich weiß nicht, was wir jetzt mit 150 T-Shirts machen sollen, die noch rumliegen. Ihr wisst, es ist eine Veranstaltung mit freiem Eintritt, falls ihr noch nicht gespendet habt. Wäre es sehr, sehr cool, wenn ihr spenden würdet, weil wir müssen damit über die Runden kommen. Ihr wisst, was andere Veranstaltungen kostet. Wenn ihr kein Geld habt, dann müsst ihr nicht spenden. Dafür machen es ja auch im Prinzip auch so. Aber wenn ihr was habt, dann ladet vielleicht jemand ein, der sozusagen nicht spenden konnte. Ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise ganz am Schluss noch, bevor ihr jetzt nach Hause geht, gibt es noch Dinge zu tun. Und zwar nämlich aufräumen. Weil wir haben zwar irgendwie 2,5 Tage lang aufgebaut, aber wir können nicht 2,5 Tage lang abbauen. Deswegen wäre es cool, wenn ihr im Prinzip rausgeht, euch an Dingen festhaltet, die aufgeräumt werden müssen. Tische einklappen, irgendwie Kabel in die Lounge tragen, vielleicht irgendwie Müll wegwerfen oder Pfand einsammeln. Oder einfach Leute fragen, was kann noch gemacht werden. Wie gesagt, ihr seid auch Teilnehmer und im Prinzip würden wir euch, genauso wie auch viele von euch beim Aufbau geholfen haben, freuen wir uns auch, wenn ihr beim Abbau hilft. So viel dazu. Ich glaube, wir sind beim Ende. Nicola, gibt es noch was? Nein, Nicola sagt, wir sind ist vorbei, daher ist es vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Die nächste Gulasch-Programmiernacht findet wieder an Christi Himmelfahrt statt. 2018, glaube ich, oder? Ja, nächstes Jahr. Dann sind wir 18, dann gibt es die Gulasch-Programmiernacht 18 und da lassen wir uns noch was Cooles einfallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart, dass ihr alle cool wart und wir freuen uns, sehen uns auf dem nächsten Event oder auf der nächsten GPN. Danke sehr.